meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Hallo, herzlich willkommen zur 21. Folge von Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Wir haben gerade die Kommentare zum Let's Showplay Minecraft Marathon absolviert. Quasi das super riesen Special zur 150. Folge zu 1000 Abonnenten. Und machen jetzt einfach weiter. Das nächste Video, die nächste Aktion war die Mitbauaktion, beziehungsweise das Video dazu. Und wer sich noch daran erinnern kann, das fiel halt gerade in genau die Zeit mit dem RTL-Bericht. Ja. Da habe ich also einfach ein paar Worte dazu gesagt. Einfach nur ein Standbild gezeigt mit der Mitbauaktion. Das war also hier schnell gemacht. Und eigentlich war die Mitbauaktion ursprünglich etwas anders geplant. Ich hatte also wieder ein bestimmtes Areal mir ausgeguckt, wo ein bestimmtes Thema dann umgesetzt werden sollte. Und ihr habt ja dann doch so gedrängelt, dass ich gesagt habe, okay, schmeißen wir das Ding über Bord, machen wir das ganz anders. Und ich habe also dann gesagt, die Welt zum Download gestellt und gesagt, okay, ihr könnt bauen, wo ihr wollt. Und bauen, was ihr wollt, nur nicht an den Plätzen, wo schon was ist, okay. Und stellt dann eure Arbeit selber in einer Videoantwort vor. Das kam ganz gut an, ne? Es gab insgesamt bis jetzt 23 Videoantworten dazu. Richtig tolle Sachen dabei. Da nochmal dickes Dankeschön an alle, die da mitgemacht haben. Und ganz besonderes Dankeschön an die Jungs von Let's Rock Minecraft. Die haben nämlich meine Welt auf ihrem Server gehostet für ein paar Tage, eine Woche, zwei Wochen, glaube ich, und die Leute dort bauen lassen. Da sind richtig tolle Sachen zusammengekommen, ne? Touchman's Diner, die Enklave, richtig toll, auch wenn mir das Diner fast abgebrannt ist, als ich es in meiner Welt hatte. Auf Servern gelten hinsichtlich Feuer doch ein paar andere Regeln als im Singleplayer, aber keine Aktion. Ich musste halt nur das Kaminfeuer ausmachen. Ne? Die Jungs haben aber richtig gut vorbereitet. Die haben eben nicht nur die Videoantworten gemacht, sondern als sie mir die Welt geschickt haben, haben sie mir auch gleichzeitig einen ausführlichen Text dazu geschickt, erklärt, was wo gebaut wurde, wer was gemacht hat. Und ganz dickes Plus, da habt ihr richtig mitgedacht, Jungs, und euch richtig ein Sternchen verdient. Die Jungs haben nämlich auch nochmal eine Cartographer-Karte gemacht, auf der sie die Stellen markiert haben, wo sie etwas gebaut haben. Wo also Bauwerke standen, die ich dann in meine Welt übernehmen konnte. Das hat mir die Arbeit sehr erleichtert. Dafür zwei dicke Daumen hoch. Ja, und ein Sternchen oben drauf, Jungs. Das ist richtig gut gemacht, richtig mitgedacht dabei. Und das kann man eigentlich nicht oft genug erleben. Deswegen betone ich das also hier nochmal so. Ein Tutorial gab es dann auch natürlich dazu, wie man also auch mit einfachen Mitteln einfach aus ein paar Screenshots ein Video machen kann und das hier hochladen kann, ja, damit eben möglichst viele Leute hier an der Mitbauaktion teilnehmen können und ihre Bauwerke vorstellen können. War also die Chance für jeden Let's Player hier was zu zeigen. Ja. Insgesamt 1800 Aufrufe, das Video, dickes Danke dafür und 54 Kommentare, schauen wir mal rein. So, da müssen wir ein bisschen nach unten scrollen, zack, Listira. Falls es gibt jetzt keine Themen, an die man sich halten soll, richtig, schade eigentlich, dass man einfach nicht zuhören kann, aber egal, aber schon was in Planung, jawohl. Ja, richtig, sucht euch einfach irgendwo eine hübsche Stelle aus. Das war einfach nochmal erklärt, was ich eigentlich dann schon im Video gesagt habe. Hier Iris Virus, Let's Rock Minecraft, die sind voll mit am Start. Die haben auch wirklich tolle Sachen abgeliefert. Ja, kam recht gut an. Dann hier Erken 49. Ich habe ja nochmal was zu RTL gesagt. Den Kommentar einfach mal ohne Worte. Na, habt ihr auch das richtig mitgekriegt? Was haben wir hier?
Zilla Gameplay. Zack, zack, zack. Kann man auch Multiplayer-Welten vorstellen? Da hat jemand ganz klar nicht mitgekriegt, worum es im Video geht. Hat einfach nicht zugehört. Commander Krieger hat das, glaube ich, auch nochmal gerade in seinem aktuellen Video angesprochen. Commander Krieger möchte ich euch sowieso empfehlen. Werde ich auch nochmal im Let's Showplay drauf zu sprechen kommen. Startet gerade eine richtig geile Aktion. Deine Karriere bei YouTube, wo er nochmal richtig grundlegend und richtig ausführlich über alles nachdenkt, wie man so seinen YouTube-Kanal aufzieht und speziell eben für Let's Player und Commentators. Sehr interessantes Projekt, wo man sich viel Know-how abholen kann und wo viele interessante Leute auch dabei sein werden, wo sich so ein Netzwerk bilden wird, hoffe ich doch stark. Dass sich da Let's Player und Kommentatoren gegenseitig unterstützen und erfahrene YouTuber den Neulingen mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Man muss einfach wohl nur hin und sich das Wissen alles abholen und umsetzen. Einfacher geht's nicht. Ja, Stichpunkt hier, aktives Zuhören. Ja, wenn ich sage, ich stelle meine Welt zum Download und ihr sollt darin was bauen, dann heißt das, nein, eure Serverwelt nicht, sondern meine Welt, in der ihr bauen sollt. Hatte ich noch einen Fall, der das nicht so verstanden hat und mir einfach seine Welt da anbieten wollte. Darum geht's nicht, ihr sollt in meiner Welt was bauen. No? Das heißt ja schließlich Mitbauaktion. Deswegen habe ich das also hier auch nochmal, oder Let's Rock Minecraft haben das hier einfach nochmal erklärt. Es geht um eine Mitbauaktion, wo Bauwerke später bei ihm integriert werden. Richtig? Ich habe mich einfach mal dumm gestellt und gesagt, ich verstehe die Frage nicht, weil im Video alles erklärt ist. Oh. Oh. Okay, wird immer wieder vorkommen. Was ist hier? Adrian, Adrian, da, 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 da. Wann kommt 1.8? Ja, klasse. Hat mit dem Video überhaupt nichts zu tun. Ja, haben da natürlich auch ein paar geantwortet. Ich denke, das können wir hier mal raushauen. Den ganzen Thread, das interessiert eh keinen mehr. 1.8 ist draußen. So. So. So, weg damit. Auch meine eigenen Antworten dazu. Einfach mal hier aufräumen. Das ist einfach mal Müll. Hat nichts mit der Mitbauaktion zu tun. Sondern. Scheiße. So. Das haben wir. Nur so als Frage. Ich bin doof. Bin mit Doppel-N. Wie mache ich eine Videoantwort? Dafür habe ich das Toolbox-Video gemacht. Dürfen wir auf der ganzen Welt, also egal wo, bauen? Ja, dürft ihr. Dann auch mal ein paar Stichworte zu 1.8. Hauen wir weg hier. Zack. So, So, da habe ich hier nochmal ausführlich geschrieben. Die Leute, die es nicht kapiert haben, haben es doch auch kapiert. Ja, bevor ich da also in Rätseln spreche, baut natürlich, wo ihr wollt, baut, was ihr wollt, macht ein Video, schreibt einen Kommentar und dann könnt ihr das als Video Antwort hochladen. Den Rest erledigt hoffentlich der gesunde Menschenverstand. Ja, manchmal fragt man sich wirklich, was los ist, ob man verzweifeln soll oder ob man einfach zu kompliziert ist für diese Welt. Ich weiß es nicht. No. Ja, bei den Videoantworten wäre es natürlich schön, wenn man sieht, wo in meiner Welt ihr was baut, damit man das eben dann ein bisschen besser zuordnen kann und dafür bietet sich halt natürlich die Karte an, um zu zeigen, da mache ich was. Na, no. Ach, wieder 1.8, weg damit. Ach, ein großer LPA, das war Rainer Schauder. Der hat alle anderen LPA angesprochen oder angeschrieben, hier auf den RTL-Bericht hingewiesen und dadurch kam diese Lawine dann so ins Rollen. No. Was ist hier? Eine Frage, wo kann ich denn deine Welt runterladen?
Also wenn er schon nur ein paar Folgen dabei war, dann wusste er es wo. Und in der Beschreibung stand auch nochmal der Link drin zum Download. Also, ja. Ja, Videoantworten muss ich erstmal freischalten immer. Habe ich dann aber auch jeweils getan. Das ging dann ruckzuck, wenn ich halt gerade da war. Ne? Wenn ich gerade 8 Stunden gepennt habe, dauert das natürlich 8 Stunden. Genau, hier nochmal der Hinweis zum Download bei den kompletten Folgen 150, 51. Wann ist es denn soweit? Ja. So, okay, gut. Damit sind wir da durch. Mit Bauaktion, wie gesagt, läuft noch. Also ihr könnt noch Videoantworten dazu einsenden. Keine Affäre, die gebe ich auch dann alle sofort frei. Voraussetzung ist natürlich, es ist irgendwie erkennbar, dass er da was in meiner Welt gemacht hat. Ne? Nicht, dass er da. Entschuldigung. Nicht, dass ihr da einfach aus eurer Welt was vorstellt. Ist nämlich auch schon alles passiert. Ja, deswegen gucke ich da kurz in die Videoantworten einfach immer mal rein. Södale, das haben wir damit durch. Dann geht's weiter. Genau, da haben wir das Toolbox-Video, Video zur Mitbauaktion machen. Ja, da habe ich das einfach beschrieben. Dann habe ich hier angefangen mit Trackmania Canyon Discover. Dann Folge 153, endlich wieder planen, bauen, buddeln. Ja, nach dem ganzen Marathon war das also wirklich wieder eine Erleichterung. Wieder loszulegen in der Welt und ich weiß gar nicht, was mache ich denn da in der Folge nach dem Marathon? Zack, zack, zack. Wo ich da was mache, schreibe ich da ja gar nicht. Ach, sieht aber so aus wie im Berberdorf, genau. Ja, da haben wir da angefangen, ich glaube, mit der Mine und so weiter. Noch auf HD, ja, das sind wieder hier die ersten, die dabei sind. Und dann gucken wegen, ob noch 360p, 480p, bis das Video dann richtig durchgearbeitet ist. Cool, Fragezeichen. Fragezeichen, was, keine Ahnung. Wie auch immer. Bis Ende September laufen. Nee, sie läuft ja noch. No. Ja, den ganzen Sand weg haben. TNT geht schneller, klar. Aber ich will ja den Sand weiterverwenden. Deswegen nutze ich da die Schaufel. No. Und TNT ist doch manchmal ein bisschen grob. Ja, von InXFan 120. Ach, was gibt es Schöneres, als Dutchman zu sehen, zuzuhören, wie er in seiner Welt herumbastelt. Schönes Video für immer. Danke dafür. Zack. Haben wir Folge zu der Zeit? Ich habe das, glaube, ja, 4 Uhr morgens schaut er sich das hier an. Solche Treue muss belohnt werden. Du erzählst eine gute Nachtgeschichte. Ja, bin ich ja neuerdings auch dabei hier mit den Folgen, wo ich halt über Bücher spreche. Ne? Robinson Crusoe, die Schatzinsel, die Meuterei auf der Bounty. Ich denke mal, das werde ich auch so weitermachen. Das scheint ja ganz gut anzukommen. Ja, The King of the Kings 200 stellt die typische Frage: Wie heißt das Texture Pack? Falscher Pseudo, mein Freund. Falscher Nickname. Ja, sage ich einfach mal. So, Apple Fan 50.000 XXL. Ist ganz besonders großer Apple Fan. Gute Qualität, danke, gute Ideen. Quantität ist auch super. Ja, pro Tag eine Folge. Pi mal Daumen jedenfalls. Freut sich hier auf weitere 150 Folgen. Ja, ich mich auch. In der Bezeichnung ist Minecraft falsch geschrieben. Okay. Jetzt habe ich es wohl korrigiert. Egal. Ja, 154. Der Sand ist weg. Da habe ich da am Berberdorf den Sand weggeschafft. Genau, erstmal da das Felsplateau freigelegt. Und dann da diese Bahnstation, diese kleine hingebaut, die wir ja nutzen, weil ich ja diesmal mit dem Minecart in die Mine reinfahre. Unten das Material reinpacke und dann das Minecart nach oben schicke. Ja, neues Texture Pack habe ich auch da mal verwendet. Ich glaube, das ist das Spux DB Pack. Kam irgendwie nicht so gut bei euch an. Hier wieder mal die ersten dabei.
von wegen 480 und 360, ne? Listierer? Bedankt sich hier jemand? Keyboard Heroes? Was waren da? Ja, Texture Pack. Kam nicht so gut an. RTL, FTL. Ach, komm. Das bringt uns nicht weiter. Dieser Kommentar. Weg damit. So, ja, auch DVL Texture Pack hat ihm besser gefallen. Shooter spiele ich eigentlich überhaupt nicht, aber er hat richtig hingeguckt. Ich like ja ab und zu mal ein Shooter-Commentary, insbesondere die von German LPK. Ich kann, wie gesagt, ehrlich mit Shootern überhaupt nichts anfangen. Hab also auch hier keinen, das heißt einen Devastation irgendwann von 2004 Computerbildspiele mal geholt. Aber die Commentaries, die finde ich richtig gut, besonders eben die von German LPK. Denn der spricht halt im Kommentar ganz andere Themen an. Das Gameplay, ich könnte das auch ruhig im Hintergrund laufen lassen und nur den Ton mir da anhören. Dessen Kommentare sind nämlich wirklich, wirklich gut. Er denkt richtig mit nach, wie das Spiel und wie die Mechanismen da funktionieren, wie auch die Community funktioniert. Und wenn er halt bestimmte Entwicklungen ja gut findet, nicht gut findet, kritisiert, analysiert, bespricht, da macht es einfach Spaß zuzuhören, weil da jemand eben mit Sachverstand über das Thema spricht. Auch seine Dual-Commentaries, die verschiedenen, die er gemacht hat, finde ich einfach alle sehr gut, weil es einfach toll ist zuzuhören. Es reden einfach intelligente Leute miteinander und sprechen über ein Thema, das sie beide interessiert, von dem sie beide etwas verstehen, und das ist einfach immer sehr angenehm. Deswegen schaue ich mir also die Commentaries von German LPK an und verteile da eben auch meine Likes, ganz klar. Ne? Obwohl ich mit Shootern selber überhaupt nichts am Hut habe. Ja, ich gestehe es. No. Vielleicht mache ich mal spaßeshalber so ein Shooter-Gameplay, Let's Play, damit ihr wirklich seht und wisst, warum ich mit Shooter nichts am Hut habe. Wäre vielleicht mal eine Spaßaktion. Mal schauen, ne? Muss eine Menge Arbeit gewesen sein, den Sand aufzutragen. Ging eigentlich mit der Diamantschaufel. Auch hier wieder Venilol. Dem gefällt das TP nicht so sehr. Ich stehe aber allgemein nicht so auf Comic-TPs. Texture Packs. Ja, das Texture Pack ist ein bisschen heller als das von Down for Life Minecraft, was ich auch ganz schön finde, weil man eben halt dann in Höhlen nicht so sehr das Licht aufdrehen muss oder in der Dämmerung. Das ist jetzt natürlich mit 1.8, mit dem Helligkeitsregler noch ein bisschen anders. No? Ja, Sirt die 96, hat sich dummerweise für seine Mitbauaktion, also für seinen Teil der Mitbauaktion, den Teil ausgeguckt, wo ich das Kloster baue. Pech gehabt. Kann ich da leider nur sagen, ich glaube, ich habe angesagt, ihr sollt euch eine freie Stelle aussuchen. Und da oben standen eben schon Kisten, die Minecart-Station war da, der Schacht war da. Fertig. Das Ding war reserviert. Noch wie ein Handtuch auf dem Liegestuhl. Ja, Let's Rock Minecraft. Gefällt das Texture Pack? So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ich fand es eben auch einfach mal ganz reizvoll, so als Abwechslung gerade eben, doch zu den naturalistischen Texture Packs mal wieder sowas Comichaftes zu nehmen. Ich hatte ja auch eine ganze Zeit lang das Bordercraft Texture Pack, ja, das ja auch eher so comicartig angehaucht ist. Und ja, der Clayblock, der. Also der Lehmblock, der sieht nicht gut aus. Den hätte man noch nachfärben müssen. So einem schönen Rot-Orange, Sienna. No. Aber naja. Connected Textures Mod empfehlen. Ja, da müssen wir mal gucken, müsste ich mal schauen. Ich bin mit Mods einfach sehr zurückhaltend. Ehrlich gesagt, jetzt überhaupt keine Mods drin, außer das Texture Pack. Ja, hier nochmal auch das Texture Pack, nicht mein Ding, Tommy Comicartiges. Ja, Master Classic findet auch das Texture Pack nicht so schön aus. Ja, passt es nicht zu der Welt. Der Haken ist, ich habe halt relativ viele Sachen, unterschiedliche Sachen in meiner Welt drin.
Und an anderen Stellen würde so ein comicartiges TP richtig gut aussehen. Ne? Ist halt immer davon abhängig, was man baut. Aber er findet es auf jeden Fall klasse, dass wir am Berberdorf weiter basteln. Da muss es ja auch aktuell noch weitergehen. Ja, die Mufti-Hütte, die müssen wir ja noch fertig bauen. Und ich habe auch schon die Idee für das nächste Gebäude dort. Und wir haben ja noch jede Menge andere Sachen auf der Liste. Ne? Das John Smith Texture Pack kenne ich von Bergen. One Hit. Ja, ist mir ein bisschen zu rustikal, muss ich ehrlich sagen. Ja. Pixel Architekt, das. Ja, okay. Na, ja, ich habe ja auf euch gehört und dann Texture Pack gewechselt. Ja. Mal schauen. So, der Sand ist weg, dann. Zack, zack, zack. 155. Ja, da wird fleißig weiter gebaut und terraformt. Die Mineneingänge haben wir da gemacht am Berberdorf. Grundblöcke für das Holzfällerhaus, genau der Turm. Entschuldigung, ich trinke mal einen Schluck. Damit die Stimme schön sanft bleibt. Ja. Weiter ging es in Folge 155 mit der Holzfällerhütte im Berberdorf. Ach ja, richtig. Hier hat wieder irgendjemand mal ein erster Kommentar geschrieben, den habe ich weggehauen. Und genau hier, TFTW, Mist, der ist 240p. Also Leute, macht es, wie ihr wollt, aber kommentiert darüber nicht. Es ist ab und zu ist es ja mal ganz lustig, okay, aber ja. Nur weil ihr Stammkommentatoren seid, lasse ich die Dinger jetzt hier stehen, ja? Also, ihr seid nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja. Hat nur leider nichts mit dem Video selber zu tun, die Diskussion, die dann hier immer aufflammt. Das ist so der Haken dabei, ja? Genau, konzentrieren wir uns auf das Versehentliche. Aufs Wesentliche wolltest du wohl schreiben. Trotzdem gibst du mal einen Daumen hoch. Was hältst du davon, wenn ich für dich in deiner Map baue und dazu immer Filme von Anfang bis Ende? Ja, klar, mach, Junge. Dafür gibt's die Videoantworten zur Mitbauaktion. Grass, ja, gibt es manchmal Probleme beim Patchen. Ist halt immer noch das Texture Pack. Masterbuilt Classic, das Gebäude vom Bürgermeister sieht gut aus. Das ist also die Mufti-Hütte. Treppe nicht aus Sandstone Slabs. Auch wenn es hochwertige Rohstoffe ist, schlicht einfach Holz. Macht wohnlicher. Wegen schöner Fassade. Ja, muss man mal gucken. Pixie, genau, Pixel Architekt. Auch bei der Mitbauaktion dabei, hat auf dem Server mitgearbeitet von InXFan und hat jetzt aber auch selber gestartet. Let's Showplay Minecraft mit recht gutem Erfolg. Der baut wirklich interessante Sachen, beschreibt sie halt, denkt sich was dabei, erklärt, was er sich so dabei gedacht hat. Ist auch schon recht gut unterwegs, glaube ich, was Abonnentenzahlen und Views angeht und ist auf jeden Fall einen Blick wert. Hier nochmal als Empfehlung von mir der Kanal von Pixel Architekt. Ja. Einfach mal bei Gelegenheit so reingehauen. Ja, Down for Life, Texture Pack. Das mit dem Holz mache ich auch immer. Ich weiß jetzt nicht, was ich da mit dem Holz gemacht habe, aber Eiswolf 11111 macht das genauso. Jetzt wissen wir es alle. So, Folge 156, Höhlentüff. Wir untersuchen also die Höhle. Inzwischen anderes Texture Pack, WooCraft, ein bisschen asiatisch angehaucht. Und wir erkunden erstmal die beiden Höhlen, die sich ja doch hervorragend als Mine eignen. Ne? Ja, auch das WooCraft Texture Pack ist nicht so ganz bei euch angekommen. Das vorige war besser, das war das Comic. Na klasse. Vorige mit V. Ja, wie vorher oder Vogel. Bordercraft for the world, ja. Default, ja, okay.
Comic Texture Pack, zack, Videoklasse. Apes im Seal of Approval, yeah. Das müssen wir doch mal mit dem Daumen hoch belohnen. Ja, war ja tatsächlich einiges los in der Folge. Master Black Classic, Texture Pack. WooCraft findet er besser, aber es gibt keine schlechten Minecraft-Maps. Nein, richtig. Kommt aufs Let's Play und nicht aufs Texture Pack an. Ja, danke dafür, auch dafür. Zack. So, MK Basic, Honeyball, Minecraft. Ja, müsste ich mir vielleicht mal auch ausgucken. Ich meine, momentan Rustic Pack gefällt mir eigentlich sehr gut. Da können wir wieder eine Weile dabei bleiben. Ja. Und bei den Minecraft-Packs gibt es da ja schon wieder mehrere. Dann fängt dann die Diskussion wieder an mit den Alternativen und mach hier und mach da. LB Photorealism, ja, ist mir aber, glaube ich, ein bisschen dunkel. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ich habe es ja mal eine Weile genutzt. Ja. Und ja, mit dem von DFL Minecraft gab es halt zu der Zeit auch ein paar Probleme. Ja. Das Painterly Pack, ja, das waren noch Zeiten. No. Ja, wie gesagt, ach ja, genau, die Minecraft Packs, ne, durch Gronkh kennt die natürlich jeder. Und viele nutzen sie wahrscheinlich auch. Und das ist für mich natürlich ein Grund, eben es nicht zu nehmen. No. Herr Sommer Texturenpaket. Müsste ich mir erstmal angucken. Ja. Aber da, wie gesagt, suche ich mir das halt doch gerne selber aus und schaue mich da eben in der Quelle aller Texturenpacks um, nämlich im Minecraft-Forum. Der zweite Morgenstern, dem hat das Comic-Pack gefallen, recht gut, aber wir haben ja dann noch was gefunden und ich denke mal, mit Ovos Rustic Pack sind alle eigentlich bisher so weit zufrieden. So, dann kam der Crab-Map-Check. Ja, dazu handeln wir den hier gleich auch mal ab. Der Crabmap-Check war die Idee angeregt, dadurch, dass ich ja immer wieder in meinen Kommentaren lese: Oh, hast du eine geile Welt und meine ist nicht so schön. Und ich aber in fester Meinung bin, es gibt keine schlechten Minecraft-Maps. Kam mir einfach die Idee: Ja, wenn du der Meinung bist, deine Welt ist nicht so schön, vielmehr bescheiden, dann schick sie mir, ich gucke mich mal um und finde die tollen Stellen für dich, so die tollen Höhlen und pipapo. Ja. Und ja, hab das dann auch mal gemacht als Crabmap-Check und ja, es haben sich drei Leute gemeldet. Einer davon hat eben wirklich was zu seiner Map geschrieben, was er dafür ein Problem hat. Ja. Und die anderen beiden haben einfach nur ihre Welt eingeschickt, ohne irgendwas dazu zu sagen. War also klar, wer das Rennen macht für den Crabmap-Check und dass das eine einmalige Sache sein wird, weil das Echo dann doch zu gering war. Also, den ersten Crabmap-Check habe ich mir hier habe ich gemacht und zwar habe ich gar nicht geschrieben, bei wem, über wessen Map ich das mache. Hast du Kuchenraster? Nee. Nee, Entschuldigung. Gottes Willen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wessen Welt das war. Egal. Der Bursche hat jedenfalls richtig große Gebäude gebaut und brauchte dafür eben große, flache Flächen. Die hat er in seiner Welt nicht gefunden. War eine interessante Aufgabe. Und ja, wird aber eine einmalige Sache bleiben, der Crabmap-Check. Dazu war die Resonanz einfach zu gering. Genau, ich glaube, es war Mechatronics 1994, ne, von dem die Map stammt. No. Und ja, war eine interessante Sache, wird aber, wie gesagt, einmalig bleiben. Ja, da wird es also nicht nochmal was geben. Wer das Thema machen will, gerne. Ja, bedient euch. Und macht das. Ihr braucht da nicht unbedingt das genauso zu machen wie ich. Könnt das natürlich auch anders machen.
So, Stimme wird rau. Ich werde mal ein kurzes Päuschen machen, damit ich sie wieder weich kriege. So, da, ja, Folge 157. Da geht's weiter im Berberdorf. So, schön geworden, danke. Und, ja, hier von Pixelarchitekt der Vorschlag. Holzvolle Apertur mit zwei Pisten. Ah ja, so eine Art Sägewerk da zu bauen. ja, mein Holzfäller geht halt noch ganz traditionell mit der Axt in den Wald. Sägewerk wäre dann an anderer Stelle sinnvoll, vielleicht eben am Flusslauf, ne? Dass das da durch ein Wasserrad angetrieben wird. Aber interessante Idee, ne? Dann, so, Master, was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Wieder mal schöne Folge. Goal P. Komm, so, habe ich gleich wieder Lust, deine Videos zu gucken. Naja, wenn es nur an einem neuen Texture-Pack liegt. na, von Masterbuild Classic soll das ja auch wegen der Kommentare und wegen dem, was ich mache. Aber das neue Texture-Pack, was war's dann? Ich glaube, das ist schon Ovos Rustic. Was ich da benutze, das ist ja dann doch besser bei euch angekommen. Okay, hier geht's wieder 1,8. Okay, zack, 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 Pistons. Ja, in 1,8 Druckplatten auf Zäune stellen als Tisch gedacht. Richtig, ich war da aber noch. War ich da schon auf 1,8 oder noch auf 1,7? Glaube ich, war noch auf 1,7. No. Let's show play. Ja, da gab es ein paar Kommentare dazwischen. Ja, und Real Life hat auch mal ein bisschen dazwischen gefunkt. Deswegen. Ja, und wie gesagt, aber so schlecht finde ich die Pistons als Tisch eben nicht. Von daher. Von Let's Rock Minecraft, der Vorschlag. Vielleicht solltest du jede Folge einfach ein anderes Texture Pack nehmen. Das verwirrt dann alle komplett. Ja, glaube ich auch. Naja, so ganz ernst ist die Idee, glaube ich nicht. Ja, Dying for Life ist einfach das Texture Pack, was mal bei mir gewohnt ist. Und mal sehen. Also, wie gesagt, das Ovos Rustic Pack scheint ja jetzt auch ganz gut anzukommen und ich denke, dabei werde ich dann erstmal auch noch eine Zeit lang bleiben. So, 157, 158, kleine Schritte und Minecart-Experimente. Da ging es dann weiter auch im Berberdorf, die Minecart-Station für die Minenbahnen. Ja, ach ja, das kohlebetriebene Minecart hat da eben nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das habe ich hier in der Folge herausgefunden und dann eben doch mich dazu entschieden, damit Booster Rail zu arbeiten. Was haben wir hier? Ja, die Verdacht hat Dutchman hier was mitgebracht. Geiles Video mal wieder. Danke, dafür einen Daumen hoch. Let's. Ach ja, der Apostroph. Der steht aber nie dabei bei den Folgen. Also, ja, deswegen hier. Nicht ganz ernst gemeint, der Hinweis, ne? Aber wenn dann, kontrolliert auch gleich mal bitte die anderen Folgen durch. Da steht es nämlich nie dabei mit dem Apostroph. Egal. DFL Minecraft, wieder da, hatte Zeit, die Folgen aufzuholen. Jo, dickes Danke dafür. Und ja, es kommt immer wieder mal der Vorschlag, wäre es nicht besser, wenn ich einen spricht von mir in der dritten Person. Ja. Mittelalter-RPG-Server machen würde. Nein. Keine gute Idee, dann hätte ich nämlich keine Zeit mehr für meine Videos und zum Bauen. Na, wenn jemand einen Minecraft-Server sucht, die gibt's im Minecraft-Forum en masse, davon gibt's mehr als genug. Ja. Also, mehr, auf jeden Fall. Ja. Was ist hier? Ja, ach so, die Förster. Ach hier, Lugi. Ja, Lugi, irgendwas. Da möchte gerne der Holzfäller mit E, Leute, Rechtschreibung, sein. Ja, ist soweit kein Problem. Schau Folge 57 nach. Da kriegst du raus, wer der Förster ist. Ja, das habe ich nämlich schon mal gemacht, dass ich eine Hütte nach jemandem benannt habe.
Mach dasselbe, was er für mich getan hat. Fertig, dann kriegst du hier auch deine Hütte. No? Und ja, da war er dann offensichtlich ein bisschen überfordert. Die Rede ist hier nämlich von Down for Life Minecraft oder D4L Minecraft, ja, der mich ja entdeckt hat und mir den großen Push, den ich brauchte, gegeben hat. Das war die Zeit, als ich noch eben 20, 30 Abos hatte und das auch nicht mehr wurden über 4 Monate. Und dann hat er mich mal kurz auf seinem Kanal vorgestellt und seitdem geht's bei mir bergauf. Ihm habe ich es also zu verdanken, dass ich jetzt hier über 1000 Abos habe. Und mach einfach dasselbe, dann kriegst du auch deine Hütte. Ganz einfach. No? Gute Frage. Was hat sie mit dem Video zu tun? Nix. No. Deswegen weg damit. Auch die boosterbetriebenen Minecarts haben Probleme, wenn es eng an der Wand lang geht. Seht ihr an der Minecart-Strecke von Karabatabana nach Les Piranhas, beziehungsweise wenn ihr umgekehrt fahrt von Les Piranhas, da gibt es so eine Ecke, bevor es in den Glastunnel reingeht. Da merkt man, dass das Minecart deutlich abgebremst wird, einfach dadurch, dass da rechts und links Slabstones daneben liegen. No. Ja, hier habe ich es ja nochmal erklärt. No, er hat mich in einem seiner Videos erwähnt, ohne dass ich ihn angeschrieben habe oder gefragt habe oder darum gebeten habe. Ausrufezeichen, also von sich aus wirklich. Ja. Damals hatte ich eben 30 Abonnenten und seitdem geht es halt also mit meinem Kanal und den Abonnentenzahlen aufwärts, wofür ich ihm also immer noch zutiefst dankbar bin. Er hat mir eben zum Durchbruch verholfen und deswegen heißt eben der Förster in der Hütte am Bauernhaus Live Vorderzorn. Ja. Und jeder, der bei mir so eine Hütte haben will, ganz klar, weiß, was er zu tun hat. Ne? Macht genau dasselbe, dann mit demselben Erfolg, dann kriegt ihr eure Hütte bei mir. So einfach ist das. Gut, Folge 159. Und damit dann die letzte. Ja, 159. Hurra, hurra, 1,8 ist da. Was haben wir hier? Jawohl. So, da hatte ich dann endlich auch auf 1,8 umgestellt, beziehungsweise 1,81 kam ja dann ruckzuck danach. No? Ja, ich habe mir auf YouTube die Videos zu 1,8 angeguckt und von daher, und so viele Ausrufezeichen sind absolut. Je mehr Ausrufezeichen, davon wird nichts besser durch mehr Ausrufezeichen. No, davon habe ich nicht mehr Videos zu 1,8 gesehen. Und davon wechseln auch nicht die Gründe, warum ich so lange auf der 173 blieb. No. 1,8 ist ziemlich umfangreich, aber 1,9 wird ja nochmal richtig heftig, was da so alles neu dazukommt. No. Ihr seht ja auch alle die Videos zu den Pre-Releases. Mittlerweile ist es ja die 1,3, die da rauskommt. Werden wir mal sehen. Ich werde, wenn überhaupt, auf die 1,9 gehen, wenn die 1,91 da ist. No? Erfahrungsgemäß. Ich habe einfach bei den letzten Updates gelernt. No? Haben, zack, 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 zack. Was war hier? Shizuku-san. Zack. Ja, Shizuku-san hatte hier einfach kommentiert, Dutchman, du musst erst Hunger haben und dann rechts gedrückt halten. Spielt darauf an, dass es also mit einem einfachen Rechtsklick wird jetzt nicht mehr gegessen, sondern man muss die rechte Maustaste gedrückt halten. Habe ich in demselben Video auch dann eben bei 6.23 selber entdeckt und Shizuku-san einfach darauf hingewiesen, dass er doch das Video einfach komplett sehen möchte, bevor er kommentiert. Das ist natürlich ein Hinweis, der für alle gilt. Ja, mit diesem ja, verbalen, vorzeitigen Erguss, das bringt einfach nichts. Ja, er schreibt hier was man also ein paar Minuten später im Video selber sieht, macht damit klar, dass er kommentiert, bevor er das Video vollständig gesehen hat, was, ja,
keines Kommentares bedarf. Und also geblockt wird er deswegen nun nicht gleich. Ja, aber ja. Na, das Mindeste eigentlich, was ich erwarten kann, ist, dass die Videos komplett gesehen werden. Da geht es mir wie jedem YouTuber. Schaut bei allen anderen Let's Player nach. Die haben alle irgendwann mal ein Video gemacht, wo sie sich zu solchen Kommentaren geäußert haben. Ja, ob Abonnenten oder nicht. Sowas geht einfach jedem YouTuber auf den Keks. Ob das jetzt eben diese voreiligen Kommentare sind, ob das Kommentare sind, die erkennen lassen, dass die Leute nicht in den Beschreibungen nachgelesen haben und. Ja. Von daher, ja. Nein, ich werde nicht mit 1.8 eine neue Welt anfangen. Da mache ich auch keine Umfrage, da entscheide ich einfach. Und ich werde auch möglichst nicht mit 1.9 eine neue Folge, eine neue Welt anfangen. Das machen alle anderen, ich nicht. No. Ja, Minecraft-Ordner ist inzwischen leer. Es ist wirklich jetzt absolut Vanilla, abgesehen eben halt vom HD-Texture-Pack. Ja, Truhen und Licht, klar, einfach eine Fackel setzen und wieder weghauen. No. Dann kennt man das auch inzwischen. Ja, ich weiß. MC-Edit, ich nenne das Ding einfach Mac-Edit wie McDonald's. Fertig. Na? Spiele deswegen auch nicht auf einem Mac, sondern habe Windows Vista. Stonebricks, ja, die sehen ganz interessant aus. Kurz sagt man, da fällt ihm nichts einfällt. Okay, ist auch ein Grund. Zack, zack, zack. Kisten aktualisieren, Block, jawohl. Aha. Bilder werden, wenn sie direkt unter der Decke stecken, schwarz. Da müssten dann andere Bilder hin und abwarten, ob es noch geändert wird. Ja, mit den Bildern müssen wir mal gucken, wie das da aussieht. Ja. Rottenfleisch, können wir einen Hund helfen? Ja, wissen wir inzwischen alles. Ja, okay. So. Nochmal hier mit den schwarzen Gucken. Kisten, Gamer zu früh gepostet. Wer hat hier was zu früh gepostet? Achso, er selber. Ja. Macht ja nichts. Er hat es ja wenigstens auch mitgekriegt. Guti, damit sind wir ja soweit dann wieder mal durch. Nächstes Video geht es dann weiter mit den Folgen 160 bis irgendwas im 22. Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Vielleicht gucken wir auch zwischendurch nochmal auf die Kanalkommentare. Da hat sich ja auch noch einiges getan. Und ja, wir werden sehen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ich verbleibe. Adieu mit Ü.